Moin Leute. Ja, ich fange mit dem Blick in die Natur an. Ehe irgendjemand da draußen glaubt, ich würde jetzt KTM hassen oder so. Oder ich würde hier Trübsal blasen wegen meiner speziellen KTM. Ehe da irgendwelche Vermutungen kommen, sage ich nur, ihr liegt falsch. Ihr liegt völlig falsch. Oh, guck mal da. Das ist ein Lilienkäfer. Und der ist ein Schädling, wie er im Buch steht. Deswegen muss der jetzt weg. Guck mal, Schädling muss weg. Jo, Chica. Vorsicht. Nee, dann machen wir das eben kurz und schmerzlos. So. Der frisst nämlich die Lilien auf, beziehungsweise seine Larven. Also, ich habe ein spezielles Problem mit meiner derzeitigen KTM, 1290 Super Duke GT. Ich hatte ja die 1050er und da war eigentlich alles gut. Ich hatte schon eine 640 LC4 Supermoto. Mein Traumding, mein erstes Motorrad, alles gut. Bis auf so Kleinigkeiten, die halt KTM-typisch sind. Die Dinger sind gut, aber man muss sich mit ihnen anfreunden, man muss sie sich auch leisten wollen. Man muss mit ihren Macken leben können. Es muss ja auch einer mit meinen Macken leben können. Frauchen zum Beispiel. Das nur mal so jetzt zu KTM. Ne? Ich bin immer noch ein Riesenfan von diesem Motor, von dem 1290er Motor. Fahrt das Ding mal, dann wisst ihr Bescheid. Kurz und schmerzlos, das wollte ich nur vorausschicken. Jetzt will ich mal gucken, wollte ich euch mal das Bordwerkzeug zeigen. Das wiegt 764 Gramm. Und guck mal, was da alles bei ist. Das kann man hier noch abmachen. Jetzt mal. Spezielle Nuss dabei, das ist nicht nur ein simpler Imbus, sondern da ist auch vorne noch eine Kugel, die die Einsätze hier festhält. Also das fällt nicht raus, das ist alles gut gemacht. Ne? Guck mal, was da alles bei ist. Da kannst du das ganze Bike fast mit auseinandernehmen, bis auf Räderwechsel. Also die ganze Peripherie kannst du damit abschrauben oder einstellen. Ja, das ist toll. Das muss erstmal BMW bringen. Zeigt mir doch mal euer Bordwerkzeug. Das heißt jetzt nicht, dass ich das unbedingt brauche. Aber es ist da, wenn ich es brauche. Und mit dem Ding und mit den ganzen Einsätzen hier, da kommst du schon weiter mit. Das nur mal so. Also ist nicht alles schlecht an KTM. Es gibt auch gute Sachen. Ne, Chigi? Meinst du auch, ne? Jo, genau.